Sönd willkommen, wie die Appenzeller schön sagen. Ich begrüße euch aus dem idyllischen Appenzellerland in der Ostschweiz und in diesem Video nehme ich euch mit ins Dorf Appenzell, der Hauptort des Kantons Appenzell-Innerrhoden und leicht oberhalb vom Dorf auf den Campingplatz Eischen. Viel Spaß! Gesundheit. Ja, ich habe mich da auf dem Campingplatz Eischen installiert. Es ist noch sehr ruhig hier. Der Campingplatz ist das ganze Jahr geöffnet. Das Hotel, Restaurant und Wellness öffnet erst am Donnerstag. So habe ich jetzt richtige Zeit für mich und Ruhe und genieße die Weite, die ich da sehe. Richtung Rheintal, allgemeine Richtung Norden, Richtung München. Wunderschön. Ja, und jetzt möchte ich euch etwas... Hey, ja, hallo. Was machst denn du da? Das ist aber dann ein Zufall. Hey, ja, denke ich. Das gibt es gar nicht. Komm da mal ein bisschen auf Appenzell und vielleicht treffe ich dich. Ist dann ein Zufall. Ja. Okay. Hey, du kannst ja gleich mitkommen, wenn wir die Runde machen um einen Campingplatz und dann runter auf Appenzell gehen. Bist du dabei? Ja, gern. Mal, wäre schön. Okay. Also. Super, freue ich mich. Nachher. Wie ist es noch da? Tschüss. Zufälle gibt es. Unglaublich. Ich habe dieses Video in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil zeige ich euch den Campingplatz Eischen und im zweiten Teil nehme ich euch mit nach Appenzell und im dritten Teil führe ich euch in die kulinarische Welt des Appenzellerlands ein. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen. Das Appenzellerland ist bekannt für seine liebliche Landschaft und der Campingplatz liegt oberhalb von Appenzell in eben dieser lieblichen Landschaft. Wir schauen hinüber zum Sentis, dem Hausberg des Appenzellerlandes und genießen ruhige Momente. Ja, Eischen ist nicht nur ein Campingplatz, sondern auch ein Landgasthof mit Hotelzimmer und einer Wellnessanlage und einem tollen Restaurant. Der Camping selbst ist super gut ausgerüstet, die Sanitäranlagen sind wunderschön und das lädt richtig zu einer schönen Dusche ein. Thank you.
Über die Wiese runter durch den Wald ist man in 30 Minuten im Dorf und wir erkunden jetzt das Dorf Appenzell. Rundum Appenzell, so heißt der Wanderweg durchs Dorf, ein Rundweg, der all die Sehenswürdigkeiten zeigt. Dem ummauerten sogenannten Schloss im Osten des Postplatzes kommt seit jeher in der appenzellischen Dorfarchitektur eine einzigartige Stellung zu. Es ist seit 1780 im Privatbesitz der Familie Sutter und wird auch von ihr bewohnt. Das Haus Salesis am Postplatz ist als einziger freistehender Steinbau nebst dem Schloss ein markanter Zeuge dörflichen Patriats. Es stammt aus der großen Wiederaufbauzeit im späten 16. Jahrhundert. Das ist die Heiligkreuzkapelle an der Hauptgasse. Sie musste nach dem verheerenden Dorfbrand 1560 wieder aufgebaut werden. Und nun stehen wir auf dem Landsgemeindeplatz. Hier findet alljährlich die Landsgemeinde statt. Dabei wird über alle kantonalen Wahlgeschäfte und Sachvorlagen beraten und mit offenem Handmeer abgestimmt. Besonders augenfällig ist das Haus Concordia an der Engelgasse. Ein Patrizierhaus aus dem 17. Jahrhundert mit steilem Giebeldach. Eine reiche, ornamental dekorierte Täferbemalung überzieht die ganze Südfassade. Auf der Hohlkehle der Dachuntersicht sind die 8 Lebensalter dargestellt. Das ist das Haus Hampi Fessler an der Kaustraße. Es bildete ursprünglich den Abschluss des alten Dorfkerns. Die sichtbare Riegelkonstruktion zieren barocke Fensterrahmen und von Adalbert Fessler dekorativ bemalte Zugladenkästen. Das ist die wunderschöne Fassadenmalerei des imposanten Rathauses. Nun sind wir bei der stattlichen katholischen Kirche. Sie lässt mit ihrem Stilreichtum auf eine vielfältige Baugeschichte schließen. Die erste Kirche auf diesem Platz ist bereits 1071 mit der Gründung der Pfarrei erwähnt. Sie ist dem heiligen St. Mauritius geweiht, deswegen wird sie von Einheimischen auch der Moritz genannt. Die Hauptgasse ist berühmt für seine wunderschönen Häuser. Die Löwendrogerie ist mit ihrer reich verzierten Fassadenbemalung wahrlich ein Bijou. Goschnöchsle. Wisst ihr, was das heißt? Ja, Einkaufsbummeln gehen. In diesem malerischen Ort ist dies in 68 Geschäften möglich. Und zu guter Letzt, eine besondere Augenweide sind die Taveen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ein Taveen, abgeleitet vom lateinischen Wort Taverna, ist ein Aushängeschild, aber nicht nur für Gasthäuser. Appenzell ist weit bekannt für seine Spezialitäten. Und das nicht nur Bier und Käse. Das sind Gmünderli, das ist ein Gebäck mit einer Pralinefüllung. Dann Niedelzeltli. Ich weiß gar nicht, wie man die auf Hochdeutsch nennt. Karamells wahrscheinlich. Das da sind
Biber, gefüllte Lebkuchen in einer Stangenform. Dann das sind die Biber von der bekannten Firma Bischofberger in kleiner Form. Birreweckli, weiße Nussbiber und der klassische Appenzeller Biber. Und das da ist das berühmte Appenzeller Alpenbitter und der Rahmlikör. Und am Donnerstag hat dann das Restaurant geöffnet und ich habe das ausgenutzt und gefrühstückt und einen Mittagslunch genossen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen.